Willkommen zu einem neuen Technik-Deals Video und in diesem Video möchte ich nun drei Sony Videorekorder, also Camcorder, vorstellen. Eine für HD-Aufnahmen und zwei für 4K-Videoaufnahmen. Also diese eine ist die Sony HDR CX900. Die macht Aufnahmen in Full HD und dann gibt es die gleiche Bauart, die Sony FDR AX100E, die hat dieselben Funktionen, selben Sensor, alles gleich, nur dass hier auch 4K-Aufnahmen möglich sind. Und die dritte ist die Sony FDR AX53. Und das ist auch eine 4K-Videokamera, also ein 4K-Camcorder. Und ja, die hat auch tolle Funktionen, nur eben einen etwas kleineren Sensor. So, beginnen wir gleich einmal mit der Sony HDR CX900. Ja, es hat einen 1 Zoll XMR-Sensor. 2,5 cm, ja, und bietet damit viel Gestaltungsfreiraum beim Spielen mit der Tiefenschärfe. Es hat eine sehr gute Klangqualität, automatische Windgeräuschreduzierung, ja, ein 12-facher optischer Zoom, 24-mal Klarbildzoom für Großaufnahmen, auch weit entfernte Objekte, eingebauter ND-Filter, Wi-Fi, NFC-Funktion. Es ist wirklich eine sehr gute Videokamera für wirklich tolle Aufnahmen und aktuell ist es um 21% verbilligt, also von 1499 Euro auf 1189 Euro reduziert. Das ist ein Ersparnis von 310 Euro oder eben 21%. So, schauen wir uns die baugleiche Sony FDR AX100E an. Diese ist ja nur der eine Unterschied, dass hier auch 4K-Aufnahmen möglich sind. Und ja, es hat ebenso einen 1 Zoll XMR CMOS Sensor und ja, hat einen 9 Bions X Bildprozessor und hat wirklich sehr gute Funktionen auch. Man kann wirklich alles manuell auch nachstellen. Und ja, schauen wir uns das Ganze einmal näher an. Das ist das kleinste und leichteste 4K-Camcorder auf der Welt. Das würde ich jetzt so nicht unterstreichen, denn die andere, die FDR AX53, ist etwas kleiner. Hat natürlich einen anderen Sensor, etwas kleineren Sensor, damit die größere FDR AX100E um einiges besser bei den Aufnahmen und ja, sonst alles gleich wie bei der HDR CX900. Aufnahmen sind bis zu 5 Bilder pro Sekunde möglich, auch in 4K. Und ja, jetzt aktuell von 1999 Euro herabgesetzt auf 1606,93 €. Das ist eine Ersparnis von 392,07 € oder 20%. Also da kann man sich locker noch eine Tasche dazu kaufen und einen zweiten Akku und hat noch immer, liegt man noch immer 300 Euro unter dem
Preis, unter dem regulären Preis. So kommen wir zur dritten Kamera. Das ist die Sony FDR-AX53, ebenfalls eine 4K-Kamera, etwas kleiner wie die vorige, hat einen Exmor R-CMOS-Sensor, hat aber 1,6 mal größere Pixel für bessere Lowlight-Aufnahmen, Zeiss-Objektiv mit 20-fach optischen Zoom, Weitwinkel von 26,8 mm, dann fünffachsten Bildstabilisierung, Sony Balanced Optical Steady Shot, hat sogar einen Aktivmodus für verwackelungsfreie Aufnahmen, sogar während des Zoomens und in der Bewegung. Die Mikrofonstruktur reproduziert Sound, klanggetreuer denn je in Stereo und 5.1 CH Surround Sound. Slow-Motion-Aufnahmen mit 100 Bilder pro Sekunde und die neue Timelapse-Funktion unterstreicht die Kreativität ihrer Videos. Ja, schauen wir uns auch die einmal etwas genauer an. Also 4K Bildqualität, neuer Bildsensor. Schauen wir mal hier. Also hier ist der Sensortyp rückwärtig belichteter Exmor R-CMOS-Sensor Typ 1/25, also 720 mm. Wenn man das vergleicht, die beiden anderen Geräte haben 2,5 cm Sensor. Schauen wir mal, wo war das? Wo ist der Sensor? Sensor hier. 1 Zoll. Ganz oben ist es gestanden. Bei der anderen war es hier. 1 Zoll Exmor R-Sensor mit 2,5 cm. Also, das ist schon ein enormer Unterschied. Zu den anderen beiden. Also der Sensor auf jeden Fall besser wie bei diesen, aber wenn man sich die Kommentare durchschaut, ja, dürfte die Kamera ebenfalls sehr gut sein und macht auch bei den 4K-Aufnahmen sehr gute Aufnahmen, realitätsgetreu und ja, eigentlich ebenfalls eine sehr gute Kamera. Der Normalpreis 999 € und jetzt um 5% verbilligt. Also jetzt kostet es 949,99 €. Damit um 49,01 € billiger oder 5%. Also, ich würde auf jeden Fall, ja, wenn jemand 4K-Aufnahmen machen möchte, dann entweder die oder die bessere um 1606 € mit dem größeren Sensor kaufen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass man da wirklich hervorragende 4K Aufnahmen machen kann. Ja, das waren die drei Kameras aus diesem Technik-Deals Video. Wie gesagt, die erste HDR CX900, jetzt um 1189 € verbilligt um 310 € oder 21%. Die zweite ist eine 4K-Kamera. No, jetzt um 1606,93 € verbilligt um 392,07 € und die dritte wieder eine 4K-Kamera jetzt um 949,99 € verbilligt um 49,01 €. So, das war's aus diesem Technik-Deals-Video und bis zum nächsten Mal.